Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Ich wollte jetzt gerade Noble Horse Champion wieder sagen. Meine Güte, wenn die beiden Spieler, die fast die gleichen Namen haben, Katastrophe. Wir gehen wieder zuerst einmal in die Riding School. Wir sind fleißig am Geld sammeln. Dann gab es ein paar Neuzugänge. Über manche habe ich mich gefreut, über manche nicht. Ja, es sind wirklich nicht viele Fohlen. Es sind Fohlen, wo ich mich gefreut habe, dass die jetzt endlich da sind. Und zwar einmal die kleine Dame hier, die White Diamond. Und zwar habe ich noch gar nicht GP und so eingetragen, aber sie ist auch gestern erst auf die Welt gekommen. Genau, da ist ja der Venus Dome, der Vater, der hat ja ein sehr hohes GP gehabt und sie ist dafür gar nicht so schlecht geworden. Sie hat zweimal Very Good, ein Average. Ich weiß nicht, wo dieses Average im Moment herkommt. Also ich habe das Gefühl, dass das gerade bei der Fellfarbe häufig auftritt. Also dass das so eine kleine Schwäche von denen ist, dass die irgendwie alle ein Average haben, obwohl der Vater es ja nicht hat. GP ist relativ in Ordnung. Also wenn man bedenkt, dass die Mutter ein sehr grottenschlechtes GP hat, ist das alles in Ordnung. Also es sind 695 GP. Ja, die kleine Maus wird bleiben, wird jetzt aber so laufen, dass ich mich von Daylight verabschieden werde, weil ich habe jetzt einfach für mich beschlossen, ich werde jetzt ganz stark aussortieren. Werde ich gleich aber auch noch mal zukommen. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die ich jetzt ganz gerne ändern möchte. Und ja, wie gesagt, ne, also sie hat an sich einen sehr guten Stammbaum. Jetzt muss ich noch mal eben gucken. Oder hat er jetzt ein Average mit drin gehabt? Nee, er hat kein Average mit drin. Und die Eltern, glaube ich, auch nicht. Da habe ich jetzt, habe ich danach wieder geguckt? Ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, nein, der hat keins. Einmal schnell noch bei der Mutter schauen. Die ist auch wunderhübsch, die Farbe. Ah, die Mutter hat ein Average. Ah, okay. Ja, dann erklärt das wieder so einiges. Naja, mit einem Average kann ich leben. Und genau, also die Kleine bleibt erstmal bei mir. Und genau. Dann als nächstes hat einmal auch die Hidden ihr Fohlen bekommen. Und zwar ist das ein kleiner Hengst. Da brauche ich noch einen Namen für. Der ist, warte, wir haben heute den 5., auch gestern erst geboren worden. Und der ist sogar eigentlich für meine Verhältnisse relativ gut. Also das ist wirklich. Er hat ein sehr gut, also ein Very Good mit drinne. Der Rest ist gut. Ja, ist auch gar nicht so schlecht in der Prämie. Also eine 80 ist, glaube ich, ganz okay. Genetik ist ja auch okay. Ist es eine 702, bin ich sehr mit zufrieden. Der wird auch definitiv bei mir bleiben. Ist auch von Venus Dom ein Sohn und bin ich sehr froh darüber, dass der kleine Mann so geworden ist, wie er ist, weil das noch mal ein Stückchen näher dem alles bringt, wie ich ja züchten möchte. Dann als nächstes ist einmal die Nora erwachsen geworden und ihr seht jetzt auch schon gleich die erste Veränderung, die jetzt hier, die ich vornehmen werde. Ja, die ist erwachsen geworden. Ich glaube, fertig ausgebildet ist sie noch nicht. Nee, fehlt noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich werde sie auch verkaufen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie irgendwas war damit, wo ich gesagt habe, ich möchte sie verkaufen. Genau, sie ist in den Prämien, ist sie mehr so im Zweierbereich. Genau, sie ist halt ganz viel in einem Zweierbereich mit leider drinne, obwohl ich sie regelmäßig laufen lasse und alles. Aber es ist halt. Ja, weiß ich nicht. Sie schneidet einfach mehr zweite Prämie ab. Und soll jetzt nicht schlecht sein, aber aus irgendeinem. Ich weiß nicht. Ich will sie einfach nicht mehr in meine Zucht mit drin haben. Punkt. Also ihr dürft sie gerne kaufen.
Dann als nächstes hat Lina ihr Fohlen bekommen. Das ist auch gestern zur Welt gekommen. Der kleine Mann, ja, auch noch keinen Namen. Mir ist aber irgendwie gerade irgendwie ein Name durch die Gegend geflattert. Und genau. Der wird auf... Habe ich den auch schon testen lassen? Ich meine, ja. Genau, also der wird so ein dunkelgrau, also so ein Apfelschimmel wird er werden. Leider, leider Gottes. Aber GP ist okay. 612 GP hat er. Und ihr habt es ja auch gerade schon gesehen, dreimal very good. Und damit bin ich erstmal zufrieden. Vor allem, guckt euch mal diese kleine weiße Schniepe hier an der Schnute an. Die ist echt knuffig. Genau, Vater ist Dario. Da hätte ich mir gerne gewünscht, dass es ein Very Good mehr ist, weil Lina hat fünfmal Very Good, er hat viermal Very Good. Naja, was nicht sein soll, soll nicht sein. Wie gesagt, aber ihn werde ich auch, glaube ich, verkaufen. Nicht, weil ich sage, er ist zu schlecht, sondern weil ich einfach zu viele Hengste im Moment habe. Und jetzt muss ich doch noch mal eben in meine Pferde mit reingucken. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß nur nicht, was. Genau. Turin hätte ich mir gewünscht, dass die jetzt schon vor der Aufnahme gefohlt hätte. Weil die soll ja auch jetzt ihr Fohlen kriegen. Und ich glaube, sie braucht auch noch. Genau, sie braucht noch 3 Tage. Bei den Trakehnern ist, genau, sind nur noch Fly und Amy tragend. Und genau, zu dem, was sich jetzt ändern wird. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schneller reden, weil wir sind schon wieder bei 7 Minuten, oder ich. Was sich ändern wird, ich werde meine Trakehner, ja, reduzieren, ganz stark reduzieren. Einfach aus dem Grund, dass es halt nur eine Nebenzucht sein soll. Ich habe gerade aber das Gefühl, dass es mit einer Hauptzucht wird, weil wenn ich mir hier so die Fohlen angucke, was ich so insgesamt hier habe, das sind alles Verkaufpferde hier. Also außer er jetzt hier, den gebe ich doch nicht weg. Aber es sind alles Verkaufspferde mittlerweile und ich habe definitiv zu viele Hengste. Und ja, jetzt wurde ja auch angekündigt, dass die Norika mit reinkommen sollen. Und das ist für mich jetzt ein Grund zu sagen, dass die Trakehner noch weniger werden sollen. Die Gladruber bleiben nach wie vor. Und ich bin am Überlegen, ich zeige sie euch mal eben. Ob ich die Knappstrupper mit reinnehme. In meine Zucht. Weiß ich nicht. Die haben es mir irgendwie im Moment auch so ein bisschen angetan. Die würde ich halt ganz gerne auch noch mit reinnehmen. Das Problem ist wieder bei mir, ich habe keine Boxen. Ich habe gerade nur noch 5 Boxen frei. Ich brauche dringend Platz. Ja, ich weiß, ihr werdet jetzt alle schreien, du kannst doch Boxen kaufen. Ja, kann ich. Ich weiß, ich habe die Kohle. Weiß ich. Aber die werden für gute Pferde, wird das gehortet. Ihr müsstet mich eigentlich kennen. Ich bin ja so eine alte Horttante. Es wird alles zusammengehalten, bis ich dann irgendwie, ja, Pferde dann mal habe, wo ich dann sage, die will ich ganz gerne kaufen. Die dürfen dann auch gerne ein Sümmchen kosten. Und genau, ich zeige euch das jetzt einfach mal hier an, nicht an der kleinen Dame, sondern einfach an Daylight, was sich jetzt noch ändern wird. Und zwar werden jetzt alle Pferde, die in den Verkauf gehen, werden dieses Dollarzeichen tragen. Also die Aufwände, die nicht in dem Verkauf mit angegeben sind, wenn die die Pfeile haben, diese Verkaufspfeile, die grünen. Sobald ihr seht, das hier. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht, mache ich doch vielleicht 2 oder sieht das dann doof aus? Wir gucken jetzt einfach mal. Nee, ich glaube, ich mache die einfach doppelt. Also wenn ihr seht, ein Pferd, ne, wenn ihr hier bei mir guckt,
Ihr geht bei den Pferden mit rein. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal die Trakehner und seht ein Pferd, die sowas mit dabei hat. Dann könnt ihr mich gerne mit anschreiben und könnt mir sagen, hier, ich will die haben. Dann sage ich euch, was ich dafür haben möchte. Hier das gleiche mit Nora auch. Und ich stell die euch auch gerne in den privaten Verkauf mit rein. Apropos privaten Verkauf, ich habe zwei Pferde in den privaten Verkauf bekommen. Die Person, die mir die reingestellt hat, super, super, vielen, vielen lieben Dank. Bitte nicht böse sein, dass ich sie nicht gekauft habe, aber ich habe so viele Pferde im Moment und auch gerade Trakehner und ich will sie jetzt einfach gerade reduzieren, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe nur schlechte Erfolge mit den Trakehnern. Und ja, die Trakehner haben mir gerade irgendwie mit dem Züchten den Spaß geraubt. Ich werde ein paar behalten, aber werde jetzt erstmal auch keine Trakehner großartig mehr züchten. Also außer meine creamfarbenen. Und ja, also werde vielleicht das so handhaben, dass ich drei Deckhengste habe und drei oder vier Stuten. Dass ich nicht mehr wie sieben oder acht Trakehner insgesamt habe. Mehr wird. Ja, werde ich nicht haben. Genau, das. Genau, ich werde Norika mit reinnehmen, sobald die Rasse mit da ist. Die soll jetzt ja demnächst kommen. Dann die Knappstrupper eventuell. Und ja, ich werde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich laber schon wieder viel zu viel. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euer Gefühl im Moment mit der Zucht ist. Also ich habe das Gefühl, es wird extrem schwer gemacht im Moment. Klar, das Spiel arbeitet da, glaube ich, so ein bisschen darauf hin, dass die Fohlen was Besonderes bleiben sollen, wenn man züchtet. Und das ist nicht so, pff, dann gebe ich es halt weg, so nach dem Motto halt ist. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es wird im Moment mega schwer gemacht. Auch da gute Fohlen zu züchten und ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Freut ihr euch auf die neuen Rassen? Ich freue mich mega auf die neuen Rassen. Es soll ja der Norica reinkommen, das Finnpferd und der Andalusier. Und das sind drei Rassen, wo ich sage, boah, die will ich eigentlich haben. Und ja, was von den drei Rassen würdet ihr euch denn mit reinnehmen? Nehmt ihr euch überhaupt was mit rein? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.